Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir gehen heute uns das letzte legendäre Pokémon in diesem Spiel fangen. Wir holen nämlich heute Mewtwo. Naja, wir versuchen es. Ich brauche Überwelle vor allen Dingen. Aber wir brauchen Überwelle. Nee, wir brauchen keine Überwelle. Wir brauchen aber erstmal den Topschutz. Wir haben den Meisterball, liebe Leute. Wir haben ja den legendären Meisterball auf jeden Fall noch, um Mewtwo zu kassieren. So, dann gehen wir uns jetzt Mewtwo. Also wir versuchen, wie gesagt, nochmal, wir versuchen es. Es läuft nämlich alles genauso ab, wie es auch bei den anderen legendären Pokémon der Fall war, wie es bei Arctos, Lavados und Zapdos der Fall war. Nur diesmal ist dieses das stärkste Pokémon überhaupt im Spiel mit Level 70 ein wirklich heftig starkes Pokémon. Deswegen. Also, wir müssen auf jeden Fall uns da hinmachen. So, warte mal. Team. Warte mal, einen Beutel wollte ich haben. So, dann gehen wir uns jetzt mit tun. Also wie gesagt nochmal, wir versuchen es. Ich kenne den Weg, glaube ich, grob auswendig. Noch auswendig. Also wir kennen ihn nicht. Aber es wird natürlich nicht einfach werden, dieses Pokémon uns zu organisieren. Oder zu fangen. Wie gesagt nochmal, es läuft alles genauso gleich ab. Ein Hyperheiler. Die Leiter hoch. Ein Top-Lock verfilmen. Also das ist quasi der Gegenteil. Der Gegenteil vom vom Top-Schutz. Mit Top-Genesung. Top-Beleber. Ein weiterer. Ich finde gerade nur Items. 5 Überbälle, sehr gut. Und da liegt der nächste. Ein Sonderbonbon. Das können wir auch Pikachu geben, weil Level sehr. Umso höher Pikachu ist, umso besser ist es. Level 63. Ich werde dann zwei Täusche machen müssen. Ich werde Arcani wieder ins Team ziehen. Ich brauche Pokémon, die auf jeden Fall ein bisschen was wegstecken können. Und das kann Quappo nun mal nicht gegen Mewtwo. Oh, ein weiterer Top-Beleber. Das heißt, ich kenne den Weg auswendig. So grob auswendig kenne ich ihn nicht. Nicht mehr. Ich glaube, der Weg war gar nicht richtig. Ich muss, glaube ich, sogar oben rum. Ne, das war nicht. Also war es doch richtig. Ne, doch, wir müssen. Eine weitere Sprühe, diese Topschutz, aber gut.
Hier unten ist auf jeden Fall der grobe richtige Weg. So, dann gehen wir jetzt mal. Ich versuche jetzt mal den Weg hoch zu gehen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Tut mir leid, dass ich jetzt doch ein bisschen was geflunkert habe. Ich gesagt, der Weg ist einfach, aber der ist es nicht. Weil ich meine mich zu erinnern, dass es hier sehr gut aussieht, dass wir hier relativ gut dabei sind. Ein Fluchtteil. Eine Top-Genesung. Ich hoffe, es ist sogar richtig. Ich glaube, wir sind sogar richtig. Der Weg sah damals nämlich ein bisschen komplizierter aus, aber ich glaube, wir sind sogar richtig. Ja. Das letzte legendäre Pokémon. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt verkacken. Sollten wir jetzt Mewtwo wirklich verkacken, muss ich immer wieder neu starten. Da muss ich immer wieder neue Aufnahmen starten. Und das ist das Problem. Ich hoffe, dass es alles funktioniert, wie ich das haben will. Ich wünsche mir Glück, liebe Leute, dass wir uns das legendäre Pokémon Mewtwo holen. Es funktioniert alles dasselbe wie beim letzten Mal auch. Nur diesmal haben wir, wie gesagt, das stärkste Pokémon überhaupt. Wir werden es wahrscheinlich nicht direkt beim ersten Mal killen bekommen. Ich glaube, wir haben wieder 5 Minuten Zeit. Und diese Zeit war machbar. Wir haben schon mal höhere Initiative, schon mal höhere Werte. So, ich paralysiere das Pokémon erstmal. Das war mir fast klar. Scheiße, ich wollte was anderes probieren. Boah, das sieht ja mal gar nichts ab. Wir müssen auf jeden Fall mehrere Treffer setzen. Wenn ich Glück habe, macht er jetzt einen Volltreffer, dann habe ich zumindest mal eine Möglichkeit. Wir haben noch nicht ganz die Hälfte runter. Pikachu muss es halt nur komplett wegstecken. Aber tut es nicht. Schade. Manchmal passiert es nämlich, dass es halt komplett weggesteckt wird. Das war mir fast klar. So, nächste Pokémon rufen. Ich muss halt volle Power drauf gehen. Scheiße, Mann. Ich hätte Arcani gerne im Team gehabt. Mewtwo ist auf jeden Fall erstmal paralysiert. Das hat trotzdem einen höheren Zentitiven Wert als mein Lavados. Das ist wieder Level 70. Ha, fast! Es kann nicht angreifen. Ja! Boah, ich wollte gerade sagen, wenn ich den Meisterball verkacke. Ja, wir haben YouTube. Zack! Wir haben Mewtwo, liebe Leute! Wir haben uns das letzte legendäre Pokémon dieses Let's Plays geholt. Das war's, liebe Leute. Jetzt haben wir noch die Rematches in der Pokémon-Liga. Und dann sind wir durch mit dem Let's Play, ne? Die machen wir nämlich noch ab der nächsten Folge auf jeden Fall. War wieder so gut durchkommen, weiß ich nicht.
Boah, geil. Sag nicht, du hast, hast jetzt Megastock ich schon gefangen? Ja, verstehe. Wie du heißt es also? Oh Mann, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Hm. Da weißt du schon, dass ich. Und sie wird bestimmt auch nicht begeistert sein. Na, das Mädchen, das Pikachu mit. Ist war wohl auf der Suche nach Mewtwo. Wegen Rede hat es nicht, aber ich stehe mir unheimlich da zu sein. Egal, die Sache wäre also abgehakt. Hier, das kannst du dir vielleicht mal gebrauchen. Ja, danke schön, drei Fluchtseile. Das ist aber gerade herzlich egal. Also, wir haben auf jeden Fall einen Mewtwo-Trainer. Das heißt, wir können auf jeden Fall unser Team umbauen. Dann sollte ich schon. Like. Dem Team hinzufügen. Und das Original schon weg. So. Ja, müsste aber eigentlich funktionieren so. Gut, dann fliegen wir jetzt mal kurz. Oder machen wir uns wieder rüber auf nach zur Pokémon-Liga. Weil wir sind durch für heute. Mit Ritt. Aber wie gesagt, uns stehen der jetzt die Rematches der Pokémon-Liga in den nächsten 2 bis 3 Folgen. Und dann sind wir durch mit Pokémon. Let's go Pikachu! Liebe Leute, wir gehen jetzt nochmal zum Indigo-Plateau. Wie gesagt, nochmal 3 harte Matches in der Pokémon-Liga. Halt, wir wollen natürlich erstmal. Ja, bitte, mein Team mal wieder fit machen. Das hat nämlich auch nicht gelitten. Gerade vor dem Pikachu. Schade, wenn natürlich nur Pokébälle gewesen wäre, wäre auch cool gewesen. Aber ja, das war's, liebe Leute. Wir sind durch für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, wie gesagt, geht's in die Rematches der Pokémon-Liga. Und dann war's das mit dem Let's Play zum Pokémon. Let's go, Pikachu. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.